Willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um die längsten zu Null-Serien in der Fußball-Bundesliga. Welcher Bundesliga-Torwart blieb in der Bundesliga-Geschichte am längsten ohne ein einziges Gegentor? Schreibt euer Tipp und eure Nummer 1 in die Kommentare. Ich bin gespannt. Platz 7. Frank Rost, Schalke 04. Auf Platz 7 ist der ehemalige Schalker Frank Rost. Frank Rost blieb 2003, 2004 647 Minuten ohne ein einziges Gegentor. Ob der Rekord von Frank Rost von einem anderen Schalke-Torwart jemals gebrochen wird, klingt sehr realistisch. In der Bundesliga vielleicht nicht, aber in der zweiten Liga könnte man deren Rekord brechen. Platz 6, Kuhn Castells, VfL Wolfsburg. Auf Platz 6 ist ein Rekord, der sogar noch ganz aktuell ist. Kuhn Castells ist seit 666 Minuten, hält Kuhn Castells in der Fußball-Bundesliga die Null. Wenn man das Pokalspiel gegen den Zweitligisten Schalke 04 dazu zählt, ist Castells seit 7 Spiele ohne ein einziges Gegentor. Ob Castells den Rekord noch ausweitern wird, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Was glaubt ihr, wann wird die Serie von Kuhn Castells vielleicht gebrochen? Platz 5, Manuel Neuer, FC Bayern München. Auf Platz 5 ist der gerade gewordene Weltmeister und Welttorhüter Manuel Neuer. Manuel Neuer blieb unter Pep Guardiolas Bayern 2014-2015 688 Minuten ohne ein einziges Gegentor. Platz 4, Oliver Kahn, Bayern München. Auf Platz 4 ist der Titan Oliver Kahn. Das reimt sich sogar. Oliver Kahn blieb in der Saison 1998-99 736 Minuten ohne ein einziges Bundesliga-Gegentor. Platz 3, Manuel Neuer, FC Bayern München. Auf Platz 3 ist schon wieder der mehrmalige Welttorhüter Manuel Neuer. Manuel Neuer, der gerade von Schalke 04 zu den Bayern gewechselt ist, hat in der allerersten Saison für die Bayern einen Rekord aufgestellt. Manu blieb in der Saison 2011-12 770 Minuten ohne ein einziges Gegentor. Platz 2, Oliver Kahn, FC Bayern München. Auf Platz 2 ist wieder der Titan Oliver Kahn, das reimt sich immer noch. Oliver Kahn, der gerade gewordene Vizemeister in Japan, Südkorea, blieb in der Bundesliga-Saison 2002-2003 mit den FC Bayern München 802 Minuten ohne ein einziges Gegentor. Und was glaubt ihr, wer ist auf Platz 1? Es ist nicht Oliver Kahn und kein Manuel Neuer, sondern Timo Hildebrand vom VfB Stuttgart. Timo Hildebrand hält Stand heute den Rekord für die längste zu Null-Serie in der Fußball-Bundesliga. Der ehemalige deutsche Torhüter blieb in der Saison 2002-2003 bis 2003-2004 mit den VfB Stuttgart 884 Minuten ohne ein einziges Gegentor. Bis heute wurde Timo von keinem anderen Torwart in der Bundesliga überholt. Ob ein Torwart ihn jemals überholen wird, steht in den Sternen. Was glaubt ihr, wird Timo Hildebrand jemals von einem anderen Torwart in den nächsten Jahren überholt werden? Und wenn ja, könnte Castells ihn toppen? Eure Meinung und Theorien ab in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Like das Video, abonniert mich, macht was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao.